erneute Runde. Wir haben jetzt den 8. Brusttag. Wir machen mit Dinkel weiter. Wir haben gestern Abend aufgehört mit Dinkel, weil wir haben ja jetzt noch reingestochen. Das habt ihr ja hoffentlich gesehen. Da haben wir aufgehört nach 22 Uhr. Ja, eigentlich eine passable Zeit. Alles noch ausgenutzt vom Dreschen her. Heute früh wurde alles ausgepustet. Sozusagen die tägliche Routine. Ja. Ja, und jetzt fahren wir. Jetzt kommt wahrscheinlich schon das Mittagessen gerade. Da wird gepresst. Mein Vater fährt jetzt hier die ganze Zeit schon ab. Ja, beim Dinkel, da sammelt die Sau. Ertrag ist eigentlich auch ganz passabel, muss man sagen. Das ist schön, das freut mich. Wir fahren mal noch so ein paar Runden. Wir machen erst den Keil hier weg. Das passt jetzt für mich, weil gerade nur ein Hängerzug da ist. Der steht hier oben und der Keil geht jetzt nicht mehr voll runter. Das sind hier auch irgendwo 23 Hektar. Und da werden wir nachher hier oben und da unten einen Hängerzug hinstellen, weil sonst wird es nichts. Ich fahre einmal lang hoch und der Bunker ist voll. Also, ja. Im Laufe des Tages seht ihr jetzt noch mehr. Ich werde mich erstmal schön essen jetzt einverleiben. Und dann geht's weiter. Bis dahin. Zwischenmeldung hier aus dem Dinkel. Wir sind jetzt fast an der Hälfte ran. Bis jetzt läuft alles problemlos. Ertraglich sieht es in manchen Bereichen sehr, sehr gut aus. Aber jetzt kommen wir gerade auch hier in so einem Bereich. Das ist hier, sag ich mal, oder das sind 2 Hektar in der Mitte, wo das jetzt aus dem Frühjahr schon nicht gerade so schön aussah, beziehungsweise wo der Dinkel aus dem Winter kam. Teilweise war der dann hier auch ausgewintert. Also die Bereiche sind da jetzt ganz extrem, das erstreckte sich halt bis hier so nochmal rum und da hinten halt so insgesamt kann man sagen, dass das schon, naja, 2 Hektar waren jetzt nicht anständig da im Frühjahr. Dann waren ja stellenweise auch ein paar Bereiche, die waren sehr weiß bzw. blass. Da habe ich dann im Frühjahr nochmal zusätzlich mit Mangan gearbeitet. Das Ackerstück ist jetzt hier gerade auch nicht das Beste. Wir liegen ja auch bei 20 Bodenpunkte, noch alles sandig. Der einzige Vorteil ist hier der Windschutzstreifen und dass wir einmal ringsrum, also was ist einmal ringsrum, hier oben am Vorgewende und unten am Vorgewende, da ist der Kram, da hält sich halt der Nässe auch ein bisschen. Kannst du dann aber nicht düngen und geh Pflanzenschutz, keine Beize ist dann halt auch immer so eine Sache, dann holst du da halt auch nicht mehr viel runter. Das war halt der einzige Vorteil. Der Windschutzstreifen links wie rechts, da sieht es eigentlich auch immer ganz passabel aus, wenn nicht gerade ein Baum umgefallen ist. Da ist einer abgebrochen und dann liegt da ein Stück weiter noch einer. Gut, das sind alles Pappeln hier, 50 Jahre alt, irgendwann brechen die den Oma. Ja. Oma, auch schön. Oma und Opa, alles klar. Kleiner Zeitsprung. Es dämmert allmählich. Die Sonne geht jetzt langsam unter. Das sind so die herrlichen Momente. Das ist einwandfrei. Da genießen wir denn die letzten Stunden, bis es dann dunkel wird, bevor der Tau kommt. Ja, ich denke mal, allzu lange wird es heute auch nicht mehr gehen. Wir haben aber schon schön geschafft heute. Wir dreschen jetzt noch so eine Stunde. Und dann jetzt morgen weiter. Eine Stille. So, wir bauen ab und dann ist Feierabend. Wir sehen uns.
neuer Tag bricht an. Wir sind immer noch in Jange hier um Tinkel. Wir kommen jetzt in den Bereich, wo es wohl ein bisschen Spaß macht. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Und das ist hier unten aber auch alles ein bisschen feuchter, muss man sagen. Ja, so, da liegen schon ein, zwei Ballen. Und wir wechseln heute dann nochmal den Schlag. Wollen mal sehen, ob wir den anderen Schlag dann heute auch noch abkriegen. Das sind ungefähr 7 Hektar. Und dann haben wir noch 1 Hektar Dinkel stehen. Der ist aber nur schon halb aufgefressen von den Schweinen. Hier sieht man ja auch ab und zu mal noch ein Loch. Hält sich ja noch in Grenzen, aber das Stück, mal sehen. Das muss ich euch zeigen. Das sieht sehr schön aus. Hier unten sieht es auch sehr, sehr gut aus. Richtig schöne dicke Ähren. Alles schön gleichmäßig. Gut, da hinten kommt schon mal ein bisschen Lavagetreide, aber also hier kann man nicht meckern. Optimal! So, da steht das kleine Schätzchen. Wir sind jetzt weiter im Dinkel unterwegs. Alles überschaubar. Sieht eigentlich auch alles recht annehmbar aus. Bis auf ein paar Schweinelöcher. Was heißt denn ein paar Schweinelöcher? Das ganze Vorgewende, das zieht sich hier immer lang. Jo, das ist natürlich ein Eldorado, das bietet sich ja an. Da guckt das eine oder andere Schweinchen hier schon mal rein. Die ist ja auch eingebacken mit Frischlinge. Kam sehr spät, aber dann intensiv, würde ich mal meinen. So, so sieht der Dinkel aus. Also ist wirklich alles recht passabel und gut annehmbar. Wa? Ah ja, die bricht sie ja schon ab. Viel später brauchen wir den noch nicht fahren, das ist alles ganz einfach. Brauchen wir bloß ein bisschen, zack, und dann Dreschstrommel, Drehzahl habe ich wie beim Weizen. Früh halt ein bisschen mehr und Abend. Und so über Mittag lasse ich das eigentlich nur so ein bisschen lang hinhämmern. Eine herrliche Ausdrucksweise heute immer noch. So, ich hoffe, das Schneidwerk kommt gleich. Dann machen wir das jetzt hier ab und dann jetzt weiter. Dann haben wir ein Fältchen noch mit Dinkel. Und dann hätten wir Dinkel erstmal drin. Dann steht nur noch Weizen, ein bisschen Tritigale und Raps steht noch. Ja, aber alles nacheinander. Nehme ich euch mal eine Runde mit. Das ist hier das Vorgewende. Klar, damit muss man halt leben. War an der Buschkante, aber es ist halt doch schon ein bisschen schade. Weil das sind ja zwei volle Breiten, die ja doch was abgekriegt haben und halt in der Mitte sind da halt auch ein paar Löcher. Aber was willst du machen? So, jetzt brauchen wir hier natürlich uns auch nicht rumquälen und das hier alles von unten aufsammeln. Das bringt sowieso nichts. Die paar Halme, die hier noch stehen, das kriegen wir auch so noch. Aber wir müssen jetzt hier nicht den Schneidwerk runter machen. Wir haben zwar keine Steine, aber nicht so viel, beziehungsweise kommt schon sehr selten vor. Wenn so ein Schwein hier wühlt, ist die Gefahr halt auch groß, dass wir zu viel Dreck oder Unrat da mit drin kommt hier ins Schneidwerk und dementsprechend auch in Drescher. So sieht es jetzt aus.
die zogen sich hier so rein. Und wenn das hoch ist, dann hast du hier okay, richtiges freies Schussfeld. Also man kann hier auch genial einen Vorwurf machen. Dann saß hier auch Hunze Kunze eigentlich draußen und hatte die Sache hier versucht zu dezimieren. Aber naja, gut. Die zweite Runde wird dann schon schöner. Also von der Sache her ist das Stück hier optimal vom Boden her, schön schwer. Wenn man sich jetzt die Wildschäden hier wegdenken würde, dann wäre das wahrscheinlich auch eine super runde Sache geworden. Vom Boden her sind wir hier ja nicht so schlecht. Da sind wir bei 60 Bodenpunkte in der Dreher irgendwo. Also schön schwerer Boden hier, das hält sich halt. Das einzige Problem ist halt hier ringsrum, es ist halt bewaldet ein bisschen. Sträucher, hier ist eine Schilflache. Und dann zieht sich das natürlich hier so lang und naja, da sind halt die schönen Rüssler alle zu Hause. Da kann es natürlich auch mal Sinn, dass hier dann das eine oder andere Schwein hier reinguckt. So, hier haben wir die ehemaligen Wasserlöcher. Die waren eigentlich auch nur noch mal gefüllt jetzt nach dem großen Regen. Das war da, wo das Unwetter kam. Ansonsten stagnierte das jetzt erstmal wieder mit Niederschlag. Mal sehen, fürs Wochenende ist eigentlich was gemeldet. Zu Samstag bzw. Sonntagnacht und naja, wäre jetzt auch nicht verkehrt, wenn das mal wieder käme, dann kann der Mais erstmal ein bisschen aufatmen. Der sieht stellenweise noch okay aus, an manchen Stellen jede schon eine Fahne. Naja, mal sehen. Wir werden das alles beobachten und ihr werdet es irgendwo auch mitkriegen. Eine wunderschöne Gansel. Da war ich auch dabei beim Aufbau, beziehungsweise nicht beim Aufbau und beim Draufsetzen, mehr nicht. Und dann ist mich auch noch vom Frontlader gekippt beim Hertransportieren. Brauchen wir nichts zu sagen. Oder? Ja, mit Verlusten ist zu rechnen. Das gleicht sich auch mit den Wildschadenslöchern hier wohl aus. Wow, also, alles gut. So, wir machen weiter. Der Sonne entgegen. Es ist abends, Emmy fährt mit. Hallo. Abendliche Versorgung ist beendet. Wir sind jetzt weiter. Ja. Ja. Schön Sonnenuntergang. Genau. Haschen wir jetzt den Rest vom Dinkel hier weg. Und dann ist Dinkel fertig. Wahnsinn, ging ganz schön schnell, wa? Das ging super. Wenn wir nächste Woche Ernte Dank feiern. Denkst du? Naja, mal sehen. Na dann eher nicht. Dann müssen wir in zwei Wochen Ernte Dank feiern. We'll be right back.
Sind hier die Flaschen aus dem Kühlfach, also bitte nicht täuschen lassen. Oha, meine Fresse, das wäre ein schöner Outtake. So, wir sind jetzt gleich am Ende. So sieht es hinten aus. Und dann ist Feierabend. So, ein neuer Morgen, beziehungsweise ein neuer Tag. Wir sind wohl noch im Dinkel unterwegs. Wir machen heute den letzten Rest hier ab. Dann haben wir den ganzen Dinkel schon mal ab. Der komplette Roggen ist ab. Gerste ist ja sowieso schon ab. Dann ist jetzt noch der Raps dran, der sollte heute auch noch fallen, aber dann nicht mit dem Drescher, sondern mit einer Vorführmaschine. Die ist auch schon im Lande eingetroffen, ist jetzt noch beim Nachbarn unterwegs und dann gucken wir mal ab Nachmittag, spät Nachmittag, wie es denn bei uns aussieht. Boah, das Wetter hält sich, es war eigentlich was für heute Abend bzw. heute Nacht angekündigt, aber das war jetzt schon raus, können wir sehen. Schacht selber, dann fahren wir per Hand, fährst du dann rein im Bestand, einfach nur damit der Metrischer die Messung starten kann von der Schichtdicke, weil wenn er jetzt von alleine reinfahren würde über den Sensor, würde er im ersten Moment keinen Durchsatz merken und würde hier mit 6 km reinrammeln und dann rammelst du ihn eventuell zu oder irgendwas, also führst du selber rein
und dann kannst du die Automatik starten. Er steuert die Messung und die Lenkung. Aber jetzt macht er eigentlich alles alleine. Alles über den Schachtsensor, Fahrtgeschwindigkeit, misst er im Schacht die Schichtdicke. Und der Rest, Dreschwerksteuerung, hast du ja alles hier über diese Kamera. Die zeigt uns jetzt, das wäre jetzt Kurzstrom bzw. Besatz. Alles ist so dieses Türkis-Umrandete. Ja. Und das Orange oder Lila-Umrandete ist es ja mehr. Das würde er jetzt als Bruchkorn definieren. Hast du auch zum Beispiel bei Roggen ganz oft, die hat doch diese weißen Spitzen. Ja, ja. Und das Weiße erkennt er als Bruchkorn und zeigt es dir fälschlicherweise an. Aha, okay. Du kannst aber hier auch in dieser Kamera, kannst du die Sensitivitäten runtersetzen. Die Sensibilität, falls er mit dir mal zu viel anzeigt oder zu wenig. Darüber steuert er jetzt Dreschwerk, Rotor und Abschaltung. Wie gesagt, wenn du hier was dran verändern möchtest, interaktiv, du drückst einfach drauf, drückst auf Dreschstrom und Drehzeit und könntest es jetzt verstellen. Jetzt gerade nicht, weil die Automatik ist aktiv, das heißt, die Verstellung macht er jetzt, alles alleine. Aber wenn du die Automatik ausmachst, sagst du ihm das sozusagen, könntest du jetzt hier rüber das alles machen. Du siehst auch hier, Dreschstrom und Abstand, Dreschstrom und Drehzahl, Rotor, Abstand, Rotor, Drehzahl und wie viele Klappen offen und zu sind. Er hat jetzt zwei Rotorklappen, beide sind zu. Jetzt hätten wir hier noch die 7, 13 und 4, ganz normal eine Rapseinstellung und 850 Wind. Das macht er jetzt also alleine. Ich könnte ihm jetzt hier, wenn ihm was wie am Anfang nicht gepasst hat, habe ich ja gesagt, das ist relativ dreckig, könnte ihm jetzt hier über Optimierungsstrategie sagen, ich habe ihm ja gesagt, er soll bitte die Kornsauberkeit verbessern. Jetzt ist es wunderschön sauber, also für Raps wunderschön sauber. Und damit können wir das erstmal so lassen, können wir ihn erstmal so laufen lassen. Hier unten siehst du jetzt Rotorverluste, Siebverluste. Rotorverluste gibt es eigentlich gar nicht, weil die fällt ja nun mal alles raus bei Raps. Siebverluste wären jetzt das. Das wäre jetzt die magische Grenze, die ich vorhin gesetzt habe. Wir waren bei unter 0,5%. Das wäre jetzt deine Überkehrvolumenmessung. Jetzt sagt er dir an, wie voll die Überkehr ist. Und hier errechnet er, wie viele Körner in der Überkehr sind. Also das ist der Kornanteil in der Überkehr. Und das wäre jetzt die Kamera. Er zeigt dir Nicht-Kornanteil und Bruchkornanteil im Ertrag. Also wäre das Fenster da rechts nämlich überflüssig für den Überkehr. Rein theoretisch wäre es überflüssig, aber Kontrolle ist besser. Also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Genau. Deswegen kannst du immer noch mal nachgucken. So, jetzt machen wir vorne noch eine beim Vorgewinde und dann. Da ist doch wohl Glas, die Ähnchen, die das so haben, auch verbaut. Mit dem Fenster? Ja. Also jedem, den ich das zeige, der staunt, oh, da kann man ja reingucken. Ich sage, ja, natürlich kann man da reingucken. Na, wer war das oben aus? War da unten? Ja, und hier hast du jetzt da hinten, kannst du hier reingucken. Ja, das hatte. Warte, genau. Ist beleuchtet, kannst du da reingucken. Die Schlampe wieder ist serienmäßig LED, da einfach damit du was siehst. Wenn sie dreckig ist, dann. Wenn du die Seitenklappe aufmachst, kannst du direkt auf die Lampe gucken. Einmal mit dem Lappen drüber gewischt. Ach, das hier, weil genau. Da bricht sich fast beim RWO. Nee, hier machst du einfach nur Seitenklappe auf und alles ist. Ach, das alles ist schön. Schick. Genau. So, dann haben wir jetzt hier rundherum drei Bahn Vollwinde und dann können wir vorne tauschen und dann bist du. Also hier zeigt dir die Motorauslastung an. Hier zeigt dir jetzt an, nach welcher Kante er lenkt und seinen Status. Also wir sind im ersten Gang, fahren nur über die Vorderräder, also über das Terratag. Er hat ja auch eine Allradachse, ich könnte sozusagen optional Allrad zuschalten. Aha. Hier zeigt er dir jetzt an, dass er lenkt. Und hier wäre jetzt dein Cruise-Pilot mit seinem Durchsatz, den er gerade fährt. Ansonsten, die Felder sind alle frei belegbar. Du kannst ja auch die einzelnen Zeilen frei belegen, so wie du möchtest. Du musst einfach nur reintippen. Da könntest du jetzt zum Beispiel Leistungsdaten optimieren. Und hier könntest du jetzt irgendwas reinlegen, was du möchtest. Ansonsten wäre das sozusagen dein Arbeitsbildschirm, mit dem du so gut arbeiten kannst. Gut, akkurat. Genau, fahre ich raus. Und dann können wir ja, wenn du möchtest, schon mal kurz drüber machen. Das können wir gerne machen. Dann fahre ich eine Runde mit, dann gucken wir, ob du das so hinkriegst und dann kann ja deine bessere Hälfte mit aufsteigen, wenn du es möchtest. So machen wir das. Die fällt dich ja sonst immer. So, ich bin jetzt mal am Drescher gehopst. Wir haben gerade Kaffee getrunken. Hier sitzt der Tim. Der Tim, ja. Der Tim. Der liebe Lukas hat uns gerade hier die Möglichkeit gegeben, oder allgemein. Firma, wo ich war, dass wir hier eine schöne Vorführung haben und tada! Schön! Ja, herrlich. Also das sind Welten, oder? Das sind wirklich Welten, aber das kann man eigentlich an sich gar nicht vergleichen. Weiß ich nicht, ist auch wahrscheinlich noch eine deutliche Nummer zu groß für uns. Wenn von der Reinigung Abscheidung würden wir uns eh für Schüttler entscheiden. Durch Stroh eben. Wir machen ja wirklich fast ausschließlich Stroh. Und bei Strohablage ist halt schöner, wenn das durch einen Schüttler geht, statt durch einen Rotor. Obwohl sie zurzeit auch irgendwie Vergleiche machen. Wer ist da jetzt nicht so aggressiv vom Dreschen her? Also bei der Rotordrescher sozusagen. Aber erstes Fazit ist natürlich,
Absolut geil. Schön. Das ist wirklich mal schön. Rückfahrkamera hast du selbst hier drin, oder? Hier auf dem Display? Ach, da auch. Nein, hier ist alles. Ja, zwar Laserpilot, aber irgendwie Lenksystem geht gerade. Es ist nicht richtig freigeschaltet, weil das hier mehr oder weniger alles so zwischendurch war. Aber wir wollen überhaupt nicht meckern. Akkurat. Und der Gurt dankbar. Also, wenn man sich hier so hinsetzt, da denkt man, das ist ein Riesending, wa? Es ist auch wohl alles größer. So, wenn man das jetzt mit der Lexin-Kabine vergleicht, hier die Holme, die sind schon mal schmäler geworden. Gut, ich habe jetzt überhaupt keinen Bezug. Wir fahren ja nur in Avero, das wisst ihr ja. Aber alles tipptopp. Schön groß, Beinfreiheit hier, schöne Fußrasten. Ja. Ich musste nicht nur mit der Dreckbeine schön eine Scheibe. Das stimmt. Und der ist nicht so laut, muss ich sagen. Das. Also auch hier drin. Also ich muss nicht so schreien. Nee. Oh, herrlich. Nur an den Joystick muss ich mich noch ein wenig gewöhnen, weil unser Avero hat ja nur eigentlich nur einen Hebel mit 8 Funktionen dann. Ja, sind noch ein paar mehr als 8. Also jetzt Haspel und alles sowas, aber trotzdem, wo wir vom Handling bedienen, ist halt nicht allzu schwer, aber man muss sich halt nur erstmal reinfuchsen. So, jetzt müsste das eigentlich automatisch fahren, das gute Gerät. Hier filmt, das funktioniert doch alles ja auch nicht mehr. Das schwarze Gold. Das ist korrekt. Das Problem ist bloß, dass das hier überall so krass grün ist. Da kann ich den jetzt nicht so durchjagen. Ich hab geguckt,